An diesem Wahlkampf können wir lernen, die AfD lebt von Aufmerksamkeit. Sie kann nur leben, wenn wir ihr Aufmerksamkeit schenken. Und im Wahlkampf, da haben Gauland und Weidel immer so Dinge getan, wie aus Talkshows rausmarschieren oder etwas Rassistisches gesagt. Und wir Medien und auch die Politik hat sich gedacht, oh, jetzt kommt wieder so eine Falle, so eine Aufmerksamkeitsfalle. Und dann sind wir immer trotzdem reingetappt. Das heißt, die Medien müssten eigentlich eine Torte bekommen. Aber es gibt seit gestern Abend jemand, der hat sie noch viel mehr verdient, die Torte. Das ist der Horst, Horst Seehofer und die CSU. Erinnern wir uns mal. 2016 in der großen Flüchtlingsdebatte hat er angefangen rumzupoltern gegen Merkel. Obergrenze, Obergrenze, Obergrenze. Die AfD hat das geliebt. Unsere Themen sind die richtigen, wir sind das Original, der Seehofer ist nur die Kopie. Und dann war Bundestagswahlkampf und der Horst hat, weil er gedacht hat, oh, Merkel läuft ja wieder besser, hat er die Klappe gehalten und aufgehört zu schmutzeln. Aber er hatte keine anderen Themen, er hatte nur ein Thema, Gutenberg. Gutenberg hat er eingeflogen, kommt er zurück, kommt er nicht zurück? Es hat nicht geklappt. Jetzt hat die CSU, jetzt hat Horst Seehofer ein so mieses Ergebnis eingefahren, minus 10 Prozentpunkte. Das ist für die CSU ein Super-GAU, sie ist erfolgsverwöhnt und jetzt zittert sie. Und Horst kämpft um sein politisches Überleben. In einem Jahr ist Landtagswahl in Bayern und was macht er? Er poltert wieder los. Er droht sogar, wenn die CDU jetzt nicht macht, was die CSU will, dann zack, kündigt er die Fraktionsgemeinschaft in Berlin auf. Und sagt, Deutschland muss Deutschland bleiben, Bayern muss Bayern bleiben. Das hätte der AfD nicht besser einfallen können. Also braucht Horst eine Torte.